Willkommen zum zweiten Video in einer Reihe von QGIS-Tutorials. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema des Datenimports, also wo man Daten finden kann, wie man sie herunterlädt und dann auch in QGIS einfügen kann, welche Datenformate es gibt, also in welchen Formaten Geodaten vorliegen können und auch andere Möglichkeiten, Daten zu integrieren, werden heute besprochen. Fangen wir an mit den Datenquellen. Hier gibt es mehrere Webseiten, die Daten frei zugänglich machen und kostenlos zur Verfügung stellen, wie etwa die Geoportale bzw. Open-Data-Portale der Bundesländer, des Bundes, aber auch anderer Länder und von einzelnen Städten. Weiterhin gibt es Seiten wie Eurostat, die Seite des Bundesamtes für Kartografie und Geodäsie, GovData, die Geofabrik, TIM Online und noch viele weitere. Als erstes würde ich gerne erklären, wie man Daten herunterladen kann. Als Beispiel habe ich hier einmal nach der Geofabrik gesucht und gehe dann auf den Geofabrik-Download-Server. Damit gelangt man dann auf diese Seite. Hier kann ich erkennen, dass die ganzen Regionen der Erde nach ihren Kontinenten aufgeteilt sind. Wenn ich mit dem Mauszeiger über die einzelnen Kontinente fahre, kann man auch auf der rechten Seite sehen, um welchen Bereich es sich handelt. Ich würde gerne eine Karte der Stadt Aachen erstellen, deshalb suche ich hier nach Europa und komme dann zu einer Seite der einzelnen Länder Europas. Hier suche ich dann Deutschland bzw. Germany heraus und klicke auch da wieder auf das Land. Komme dann zu einer Seite mit den ganzen Bundesländern, wo ich Nordrhein-Westfalen aussuche. Als letztes komme ich zu einer Seite mit den einzelnen Regierungsbezirken des Bundeslandes NRW. Die Stadt Aachen liegt im Regierungsbezirk Köln. Also suche ich mir hier auf der rechten Seite der Tabelle den Link mit der Endung .shp.zip aus, klicke da einmal drauf und dann startet auch der automatische Download. Sind die Daten einmal heruntergeladen, kopiere ich sie dann in einen entsprechenden Ordner, den ich für mein Projekt angelegt habe. Bei mir wäre das unter QGIS Video 2 Datengrundlagen. Da es sich aber bei den ZIP-Dateien noch um komprimierte Dateien handelt, müssen diese erstmal entpackt werden. Dazu mache ich einen Rechtsklick auf die Datei und sage dann Dateien entpacken. Hier bestätige ich noch einmal, in welchen Ordner sie entpackt werden sollen. Das Ganze kann dann eine Sekunde dauern. Nachdem ich die benötigten Daten nun heruntergeladen habe und im entsprechenden Ordner entpackt habe, kann ich sie meinem Projekt hinzufügen. Dazu suche ich hier unten links im Browserfenster als erstes nach dem Ablageort. Das wäre für mich unter QGIS Video 2 Datengrundlagen. Hier werden mir alle einzelnen Dateien angezeigt, die in dem eben heruntergeladenen Datenpaket enthalten waren. Da es sich bei diesen Daten um Shapefiles handelt, ist die einfachste Möglichkeit, sie meinem Projekt hinzuzufügen, sie mit der linken Maustaste zu greifen und dann in mein Layer-Fenster zu ziehen. Hier auf der Karte kann man erkennen, wie die einzelnen Gebäude, also Buildings, dargestellt werden. Weiterhin würde ich gerne noch Straßen darstellen, deshalb suche ich sie aus meiner Liste aus und ziehe sie wieder mit der linken Maustaste in das Feld der Layer. Als letztes würde ich gerne noch einige Punkte meiner Karte hinzufügen. Da es sich bei dem dargestellten Bereich um einen Ausschnitt des Bundeslandes NRW handelt, suche ich noch ein besser geeignetes Koordinatensystem für diesen Bereich aus. Das kann ich machen, indem ich unten rechts auf dieses Symbol klicke. Damit komme ich dann hier zu diesem Fenster mit den ganzen Koordinatensystemen. Für NRW eignet sich die UTM-Zone 32 Nord. Welche Koordinatensysteme ihr auswählen könnt für eure einzelnen Projekte, wird noch in einem späteren Video besprochen. Damit ändert sich dann auch die Darstellung in meiner Karte. Zoomt man nun näher hinein, kann man die einzelnen Gebäude, Straßen und Punkte besser erkennen. Die Farbgebung ist von QGIS zufällig gewählt, wenn man die einzelnen Dateien in das Projekt lädt, können aber auch im Nachhinein noch geändert werden. Dazu gibt es in Zukunft noch ein genaueres Video. Da die Farben sehr ähnlich waren, habe ich sie zur besseren Erklärung einmal kurz abgeändert. Bei den hier dargestellten Gebäude, Straßen und Punkten handelt es sich um sogenannte Shapefiles. Dies sind vektorbasierte Dateien, wie etwa die Gebäude, die als Polygone dargestellt werden, die Straßen, die als Linien dargestellt werden, oder die Points of Interest, die als Punkte auf der Karte dargestellt werden. Vektordateien enthalten die genaue 2D-Lagebeschreibung eines jeden Objektes.
Und wenn ich näher heranzoome, dauert es zwar einige Zeit, bis das Programm die Dateien geladen hat, aber sie verpixeln nicht. Weitere Dateiformate neben den Shapefiles sind SVG-Dateien. Möchte ich nun zum Beispiel eine Hintergrundkarte meinem Projekt hinzufügen, kann ich das auch über andere Wege machen, anstatt eine ganze Karte herunterzuladen. Und zwar, indem ich einen sogenannten WMS-Server hinzufüge. WMS steht für Web Map Service. Hier werden Daten nicht heruntergeladen, sondern von einem Server aus eingebunden. Dies spart Speicherplatz und ist besonders vorteilhaft bei großen Datenmengen. Als Beispiel würde ich einen WMS-Server des Landes NRWs einfügen. Dazu habe ich nach OpenGeoData NRW gesucht und gehe hier auf den Link der Geobasisdaten. Damit komme ich einmal in diese Übersicht. Hier klicke ich auf die Luftbild- und Satellitenbildinformationen und dann auf die digitalen Ortofotos. Unter den digitalen Ortofotos kann ich nun auf die Produktinformationen klicken. Damit werde ich nun zu einer weiteren Seite gebracht. Hier scrolle ich herunter, bis ich zu den Webdiensten komme. Wenn ich dieses Feld nun ausklappe, werden mir hier verschiedene Links angezeigt für WMS, WMTS und weitere Server. Den Link, der ganz oben steht, neben den digitalen Ortofotos, markiere ich einmal und kopiere ihn dann. In QGIS klicke ich nun oben auf den Reiter Layer, Layer hinzufügen und dann WMS, WMTS Layer hinzufügen. Das bringt mich zu diesem Fenster. Hier klicke ich auf den Button Neu und füge nun einen Namen für meinen WMS-Server hinzu. Diesen kann ich mir frei ausdenken. In das nächste Feld füge ich die URL ein, die ich eben kopiert habe. Bei diesem WMS-Server handelt es sich um einen frei zugänglichen WMS-Server. Das heißt, ich muss kein Passwort einfügen. Solltet ihr irgendwann einen WMS-Server benutzen, bei dem ein Passwort nötig ist, könnt ihr das hier an dieser Stelle einfügen. Bin ich nun fertig mit meinen Einstellungen, klicke ich unten auf OK und drücke hier oben Verbinden. Nun werden mir die einzelnen Layer, die unter diesem WMS-Server hinterlegt sind, angezeigt. Ich würde gerne die digitalen Ortofotos in Farbe darstellen und suche deshalb die entsprechende Zeile aus. Unten klicke ich noch auf Hinzufügen und dann wird das Ganze schon in meine Karte geladen. Bei digitalen Ortofotos wie auch bei anderen Fotos handelt es sich um Rasterdateien. Zoome ich in diesen Dateien näher hinein, kann ich erkennen, dass sie ab einem bestimmten Abstand anfangen zu verpixeln. So wird zum Beispiel dieses Auto hier nicht mehr scharf dargestellt. Bei Rasterdateien handelt es sich um eine rasterförmige Anordnung von Bildpunkten bzw. Pixeln. Weiterhin kann es unterschiedliche Größen der einzelnen Rasterzellen bzw. Pixel geben. So kann ein Pixel in der Wirklichkeit etwa 1x1 Meter entsprechen, 5x5 Meter, 30x30 Meter, 100x100 Meter oder auch nur 5x5 Zentimetern. Dateiformate von Rasterdateien wären etwa TIFF, PNG und JPEG. Eine weitere Möglichkeit, Hintergrundkarten zu QGIS hinzuzufügen, ist über sogenannte XYZ-Tiles. Auch hier werden die Daten nicht heruntergeladen, sondern wie bei einem WMS-Server extern gehostet. Auf dieser Seite sind einige Beispiele für URLs angegeben, wie etwa von Google Satellite oder auch OpenStreetMap. Möchte ich nun beispielsweise die OpenStreetMap meinem Projekt hinzufügen, kopiere ich, wie auch bei den WMS-Servern, den Link und öffne dann in QGIS die Datenquellenverwaltung. Hier gehe ich unter den Punkt XYZ und klicke hier auf Neu. Nun gebe ich meiner XYZ-Verbindung einen Namen und füge die URL ein. Abschließend drücke ich noch auf OK und Hinzufügen. Nun wird die Karte in meinem Projekt dargestellt. Als letztes würde ich noch einmal genauer auf das Layer-Fenster eingehen. Hier befinden sich alle Layer bzw. Ebenen, die in meinem Projekt dargestellt werden. Die Layer verhalten sich ähnlich wie in einem Zeichenprogramm. Das heißt, in der Liste unten stehende Layer werden auch in meiner Karte als unterstes dargestellt. Darüber liegende Layer werden in meiner Karte oberhalb dargestellt.
Dies kann wie in meinem Fall dazu führen, dass die OSM-Karte alle darunterliegenden Dateien verdeckt. Um sie nun zu verschieben, greife ich sie mit der linken Maustaste und ziehe sie nach unten. Das gleiche kann ich auch mit den digitalen Ortofotos machen. Nun werden die Gebäude, Straßen und Punkte wieder oberhalb meiner Hintergrundkarten dargestellt. Eine weitere nützliche Funktion ist das Ein- und Ausblenden der einzelnen Layer. Klicke ich hier auf den Haken, der sich links neben dem Layer befindet, kann ich meine Karte unsichtbar machen. So verschwinden zum Beispiel die digitalen Ortofotos. Um sie wieder sichtbar zu machen, klicke ich erneut auf das leere Kästchen. Nun wird die Karte wieder in den Hintergrund geladen. Auch kann ich Gruppen bilden, zu denen ich mehrere Layer hinzufügen kann. Dafür klicke ich hier auf dieses zweite Symbol von links, Gruppe hinzufügen. Meiner Gruppe kann ich nun einen Namen geben, zum Beispiel Shapefiles. Nun wähle ich alle Ebenen aus, die ich in meine Gruppe verschieben will, und ziehe sie einmal auf das Feld der Gruppe. Anschließend schiebe ich noch die Gruppe an die gewünschte Stelle. Wenn ich nun auf den Haken neben der Gruppe gehe, werden alle Layer, die in dieser Gruppe liegen, nicht mehr angezeigt. Klicke ich den Haken erneut, werden alle Layer wieder dargestellt. Einzelne Layer kann ich weiterhin ausschalten, indem ich auf den Haken neben dem entsprechenden Layer klicke. Etwa so. Falls es passieren sollte, dass ich zu weit aus dem dargestellten Bereich herausscrolle, kann ich mit einem Linksklick auf den entsprechenden Layer sagen, auf Layer zoomen, und werde dann wieder dorthin zurückgebracht, wo sich die einzelnen Dateien befinden. Mache ich das Ganze noch einmal für etwa die digitalen Ortofotos, wird der dargestellte Bereich erweitert, da die digitalen Ortofotos für einen größeren Bereich vorliegen. Ich hoffe, dass die Anleitungen und Tipps euch geholfen haben und dass wir uns in einem weiteren Video wiederhören werden.